Die Vorfreude in Köln ist riesig. Es ist das erste Europapokal-Heimspiel seit 25 Jahren. Der FC trifft auf Roter Stern Belgrad. Wir wissen, dass es lange her ist, dass ein internationales Bewerbsspiel hier in Köln mit dem FC stattgefunden hat. Wir wollen das natürlich genießen. Und dabei sind die Kölner sogar Favorit, zumindest wenn man den Quoten der Wettanbieter traut. Ja, die werden das natürlich ausgeben. Das ist auch der Grund, warum es diese Wettbüros auch immer noch gibt. Bei aller Europapokal-Euphorie bleibt der FC-Coach nüchtern. Der Österreicher weiß um die schwierige Situation seiner Mannschaft. Noch immer warten die Kölner auf den ersten Saisonsieg. Ich weiß um die Größe und um die Bewertung des Spiels für die ganze Stadt, für den Club und auch für die Fans logischerweise, die davon geträumt haben, ein Europacup-Spiel hier in Köln zu haben. Aber für uns als Mannschaft, glaube ich, ist es wichtig, jetzt sich auf die Basics zu konzentrieren und das ist halt dieses Erfolgserlebnis weiter durchzuziehen und im Idealfall ein gutes Ergebnis zu machen. Der Europapokal als Chance, zurück in die Erfolgsspur zu finden. Doch der serbische Vizemeister für Stöger alles andere als Laufkundschaft. Das ist eine Mannschaft, die voller Selbstvertrauen ist, die Quali-Runden durchgestanden hat, gegen gute Mannschaften. Also das wird eine richtig schwere Aufgabe. Kein leichter Gegner, aber sicherlich ein machbarer. Nach 7 Pflichtspielen ohne Dreier will Köln in der Europa League die Trendwende einleiten. Ja.